Herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir wieder eine Woche vorbei und heute möchte ich euch mein neues Deck präsentieren. Aber bevor wir jetzt starten, möchte ich einen großen, großen Dank an euch alle aussprechen. Mittlerweile haben wir die 400 Subscriber-Linie überschritten. Wir sind bei 430 und bewegen uns stolz auf die 500 zu. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Kommentare, euer Feedback, eure Deckwünsche, was ich jetzt heute zum Beispiel mit aufgenommen habe. Einen Deckwunsch von ein, zwei Subscribern. Und ja, was stelle ich euch heute vor? Ein Deck, was mir sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Es ist nämlich ein Deck ohne Kreaturen und ohne Planeswalker. Es ist einfach ein Creatureless und Planeswalker Deck. Und es hat am Anfang echt gar nicht funktioniert. Hab mir viele Gedanken gemacht, hab gedacht, welche Farbkombination nimmst du? Nimmst du Rot-Blau, nimmst du Rot-Grün, habe verschiedene Versionen ausgeprobiert. Ich glaube, ich habe mit diesen Typart von Decks, ich glaube, 30 oder 40 Games gegen Computer oder auch gegen Spieler gezockt. Bestimmt auch einige unter euch. Und habe ehrlicherweise fast immer einen auf die Mütze bekommen. Aber jetzt ist es geschafft. Jetzt ist die finale Version da. Und ich erzähle euch auch gleich, was der entscheidende Durchbruch war. Und wo eigentlich der Fehler lag, warum es nicht vorher geklappt hat. Ja, ich zeige euch mal ganz kurz. Das ist hier also das, die Version, die ich jetzt habe und die auch sehr, sehr gut läuft. Sehr tricky aber im Spiel ist. Ihr müsst da ein bisschen Erfahrung haben mit den Karten und mit dem Deck, wie die einzelnen Karten funktionieren. Man denkt immer einfach, ach ja, wir übernehmen die Kontrolle und töten den Gegner. Nee, ganz so einfach ist das nicht. Ich zeige euch mal kurz mein anderes Deck. Das ist eins der, ich glaube, gefühlt fünf oder fünf bis acht Decks hatte ich. Ich weiß nicht, immer Karte raus, Karte rein. Also ich glaube, ich sag mal, acht Decks hatte ich bestimmt. Und darunter auch mal doppel- und dreifarbig. Und das war jetzt hier knapp an der Perfektion. Und ich gedacht habe, ja, super, super. Noch mehr Pump-Spells. Aber auch hier mit ein bisschen Kontrolle, nämlich Karten auf die Hand zurückgeben. Und auch hier sieht man, habe ich hier Barat-Expertise mit drin, Kontrolle, Karten auf die Hand zurückgeben, hier was auf die Bibliothek packen und wenn die im Friedhof liegt, nochmal Karten ziehen. Aber ich habe diese Karte nie wirklich einmal richtig spielen können für 6 Mana. Also daher ist sie nicht wirklich nützlich. Und Barats Expertise oder auch alle anderen Sachen auf die Hand zurückgeben, hat mir eine Runde gegeben, aber hat mich nicht wirklich weitergebracht, um den Gegner wirklich zu töten. Das heißt, ich musste mehr Card Draw einbauen. Und das habe ich auch getan. Card Draw und, sage ich mal, eine Verfeinerung der Handkartenqualität. Jetzt haben wir die ausgenutzte Zeit zum Beispiel mit drin. Wir haben auch weniger Pump Spells. Wir haben die Inventur viermal drinne. Wir haben hier auch noch mal die emotionale Wiedersehen drinne. Also viele, viele Card Draw, aber auch Direktschaden. Hier wie vier Schaden teilweise oder für die Expertise zum Beispiel, weil teilweise haben wir immer nur vier Lebenspunkte noch gefehlt oder drei, um den finalen Schlag auszuführen. Daher läuft dieses Deck besser. Und die ursprüngliche Problem lag eigentlich eher an meiner Person. Muss man mir vorstellen. Warum ich es nicht hinbekommen habe. Denn wie ich immer sage, bin ich ein Midrange-Player. Und Midrange-Player oder Control-Player als weitere Steigerung braucht für alle Sachen, die der Gegner spielt, eine Antwort. Und dafür bin ich eigentlich auch bekannt. Ich habe immer eine entsprechende Antwort für entsprechende Karten. Aber das ist ja kein, also das ist eher ein Aggro-Deck. Und ein Aggro-Deck muss ganz klar eine bestimmte Struktur verfolgen. Gerade Linie, ganz klar fokussiert, den Gegner so schnell wie möglich zu töten. Und das war eigentlich das Problem. Und daher habe ich jetzt mehr Karto reingebaut, um einfach diese gerade Linie mit einer super starken Kartenhand zu verfolgen und den Gegner in einer Runde quasi zu töten. Wie das erfolgt, erkläre ich euch gleich. Meistens brauchen wir 5 oder 6 Mana und dann ist der Gegner tot, also 5 oder 6 Round Kill. Ja, können wir mal schauen. Dafür haben wir die ausgenutzte Zeit drin. Zweimal können wir uns die obersten drei Karten anschauen, eine Kartenhand auf die Hand nehmen, beziehungsweise eine raufpacken und eine runter. Die Inventur lässt uns eine Karte ziehen. Wenn wir eine Inventur schon drin haben, in Abhängigkeit der Anzahl, ziehen wir entsprechend Karten, wie viele Karten
im Friedhof sind. Da wir hier mit dem emotionalen Wiedersehen auch Karten abschmeißen können, können wir auch eine Inventur abschmeißen, was also nicht so schmerzhaft ist. Dann können wir drei Karten ziehen. Ganz interessant, auch hier mit dem hitzigen Temperament. Also man sollte vielleicht die Karte erst hier in der dritten Runde spielen. Und dann einfach die Karte abschmeißen, haben wir keinen Kartennachteil und schießen dann drei Schaden direkt auf den Gegner. Meistens sollte man es machen, um ihn so weit wie möglich runter zu powern. Also, das sind die Card Draw Engine. Und hier fieberhafte Visionen, gerade wenn wir gegen einen King Control Spieler spielen. Wichtig, die Karte geschickt zu spielen und nicht in den Counter reinzurennen. Weil wenn die draußen liegt, haben wir eine gute Möglichkeit, auch einen Control Player durch diese zwei Schadenspunkte, die der bekommt, wenn er mehr als vier Karten hat, zu töten. Denn Control Player haben meistens und häufig gar nicht so viele Kreaturen. Daher ist es eher sinnvoll, wenn sie überhaupt Kreaturen haben, diese Karte gezielt auszuspielen, wenn wir sie auf der Hand haben. Aber wir ziehen viel Karten und können eigentlich gut selektieren, was wir ziehen. So, achso, natürlich habe ich eins auch festgestellt, ich hatte zu viel blaue Mana in meinem Deck und hatte immer ein rotes Mana-Problem. Deswegen haben wir nur zwei Inseln jetzt drin, da wir auch die Karten mit den doppelblauen Mana rausgenommen haben. Das Unterwassergrab-Tempel haben wir mit dabei, um zum Beispiel, wenn wir eine Karte abschmeißen müssen, diese Karte hier wieder aus dem Friedhof zu holen. Dadurch haben wir wieder einen Mana-Ramp, können diese Karte aus dem Friedhof zurückholen. Hier die Himmelskaskaden ist auch eine blaue Mana. Wir brauchen ja in der ersten Zeit nicht immer nur untappte Länder, sondern es könnten auch getappte Spielländer reinkommen. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wichtig ist, dass hier die gegnerische Kreatur nicht untappt, gerade wenn wir gegen Kreaturen Winnie-Deck spielen oder auch mal eine große Kreatur gegen uns haben. Haben wir hier die Möglichkeit, sie nicht enttappen zu lassen. Wenn wir das Land spielen, sollten wir das Land vorher spielen, auf eine Kreatur, und dann die Kontrolle übernehmen. Wenn wir das nämlich machen, enttappt die Kreatur nicht, übernehmen wir die Kreatur vorab und spielen dann das Land, können wir es nicht nutzen, also nicht auf diese Kreatur, weil es nur auf gegnerische Kreaturen zählt. So, jetzt aber mal zu der Win Condition. Also, Idee ist, wir übernehmen eine Kreatur des Gegners, am besten sagen wir mal Power 3. Am besten mit dieser Karte hier. Denn hier haben wir die Möglichkeit, noch einen Zauberspruch für zwei farblose Mana zu spielen. Kostenlos. Das andere hier wird alles etwas teurer, dadurch haben wir ihn hier auch dreimal drin. Hier haben wir die hier plus 2 plus 0, ist ganz schick. Wollte ich mal ausprobieren, hat eigentlich ganz gut geklappt, wenn man sie mal gezogen hat. Aber Schlüsselkarte ist eigentlich die hier oder die. Also, wenn wir die in der sechsten Runde spielen, nehmen wir mal an, wir haben sechs Mana. Davon spielen wir drei hiervon, haben wir noch drei übrig. Haben eine 3-3-Kreatur jetzt übernommen. Dann spielen wir diese Karte frei, geben unsere Kreatur plus 4 plus 0. Jetzt haben wir also für drei Mana eine 7-3 oder was auch immer, also 7 Power vorne. Jetzt greift die Kreatur an, wir bezahlen nochmal eine Mana, also plus 3 plus 3, dann ist sie 10. Hat Trample dank der Karte hier, ist sie 10, kommt sie für 10 rüber, meistens hat er keinen Blocker und haben noch zwei Mana übrig, um dann den Flicker zu spielen. Das wäre die optimale Lösung, 20 Damage. Um diese Kartenkonstellation zu erhalten, müssen wir natürlich super Karten ziehen und auch ganz selektiert diese Karten aus unserer Bibliothek heraussuchen über die Zeit, wenn wir Karten ziehen. Also daher, wenn man Discard macht, denkt immer dran, ihr braucht von dieser Konstellation mindestens immer eine. So, jetzt stellt euch die Frage, warum habe ich einen Wohnwagen hier drin? Der Wohnwagen ist dafür da, er geht in der dritten Runde, wenn wir den spielen, gibt er uns einen Mana-Ramp, dann haben wir in der nächsten Runde nicht drei, sondern fünf Mana, sind also näher an der Zielgröße von sechs Mana dran. Des Weiteren haben wir auch hier die Möglichkeit, eventuell eine Kreatur zu übernehmen, wenn die Power 3 hat, zum Beispiel, und können dann den Wohnwagen aktivieren. Und da der Wohnwagen dann nicht Power 3 hat, sondern 5, machen wir zwei Schaden mehr. Und er ist ein Artefakt und wir können ihm plus 3, plus 3 und Trample geben, falls wir mal diese Karte hier nicht haben sollten. Wäre das also ein weiterer Weg, um zum Beispiel auch hier, auch wenn wir unsere eigene Kreatur reinopfern sollten, dann entsprechend Schaden zu dealen.
Ja, ansonsten haben wir noch das hitzige Temperament und auch die überragende Feuerkunst mit dabei. Soll ein bisschen Spaßfaktor geben. Ja, das Deck ist an sich nicht sehr komplex, aber doch recht schwierig zu spielen, weil der Direktschaden hier häufig und fast hundertprozentig immer auf den Spieler geht, außer der Druck ist zu groß vom Gegner, dass wir was wegmachen müssen. Wie gesagt, eigentlich interessiert uns nicht, was der Gegner spielt, sondern wir spielen unser Spiel. Könnte sagen, monoton, ganz klare Linie. Hauptsache, er spielt eine Kreatur und wir haben keinen großen Blocker gegen uns. Zeigt den Gegner bitte nicht, was er hat. Also im Spiel, wenn ihr was discardet, vorsichtig mit dem Discard, damit er sich nicht darauf einstellen kann, dass er sieht, okay, ich habe hier eine Flugstunde gegen mich oder eine Kontrolle. Lieber was anderes wegschmeißen, wenn möglich. Meistens denken die ersten Spieler ja, dass wir hier ein Sphinx oder Sphinx-Tutelage-Deck spielen, da wir ja mit diesen Karten hier spielen. Und ein Tutelage-Deck super gut auch hiermit funktioniert, könnte man vielleicht sogar mit einbauen, aber dadurch wird das Deck wieder schwächer, also hat einen ganz klaren roten Faden. Viel Spaß damit, jetzt kommen ein paar Spiele. Es läuft sehr gut, Gott sei Dank, Kopfzerbrechen sind vorbei. Hatte schon fast aufgegeben, aber hab's doch noch durchgezogen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Ist mal was anderes. Also, bis dahin. So, dann lasst mal schauen. Wir behalten die Kartenhand. Und wir spielen gegen Level 38, Bombasch 22. Wir sind Level 36. So, geben jetzt mal ab. Haben hier emotionales Wiedersehen. Können wir eine Karte wegschmeißen und das hitzige Temperament spielen. Und ja, dadurch keine Karten verlieren. Solange er nicht spielt, ist das völlig in Ordnung. Wir haben einen Sacrifice-Spell hier. Wir haben Kontrolle. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nächste Runde spielen wir dann die Flugstunde, schmeißen das hitzige Temperament ab. Und müssen mal schauen, was wir noch vielleicht ziehen. Okay, wir spielen scheinbar gegen ein Ramp Deck. Das ist gut. Gerade für unsere großen Kreaturen ist das optimal. So, erst bei 20. Das heißt, wir spielen das Land hier. Spielen es und schmeißen das Hitze-Temperament ab. Und eine rote Mana. Ich denke, wir ziehen noch mal eine nach. Könnten auch das Getappte, aber es ist jetzt zu spät. Wenn wir jetzt keine Mana ziehen, war das eine nicht so gute Entscheidung. Aber ich denke mal bei drei Karten und dann noch mal eine normalen Karte ziehen, ist die wahrscheinlich relativ klein. Mist, ein ungetapptes Land zu ziehen. Also daher warten wir mal ab, was uns gleich jetzt da drüben erwarten wird. Weiter Ramp. Weiter Ramp. Okay. Das bedeutet für uns, wir können sowieso nichts machen, außer Länder legen. Wir haben kein Target da drüben. Und haben nochmal ein Spell zum Abschmeißen. Schmeißen wir weg. Wir haben jetzt ein Control. Zwei Control. Schmieren das. Schmeißen ein Land weg und ein Übernahme-Control. Wenn wir ein Land ziehen, könnten wir dann nochmal die Inventur spielen. Mal schauen. Ziehen wir ein Land. Dann spielen wir nochmal die Inventur. Und verfeinern dadurch unsere Deckhand. Und nochmal. Okay, das ist gar nicht so schlecht, solange er da drüben nichts macht. Aber bei der 3, 6, 7, das ist schon relativ viel Mana. Jetzt wird wahrscheinlich gleich was Großes kommen. Okay. So, dann haben wir nämlich die Möglichkeit, jetzt nächste Runde Feritisches Instinkt zu spielen. Wir machen eins, wir spielen als. Hängt davon ab, was er spielt. Also, wir haben die Möglichkeit,
das Land zu spielen, dann wird er nächste Runde nicht enttappt, wenn wir die Kontrolle übernehmen und angreifen. Dann können wir aber nicht das verräterische Tat spielen, sondern wir haben nur die Möglichkeit, den Instinkt zu spielen. Dann dealen wir halt 7 Damage und er ist nur noch bei 10. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oder wir über. Ja, können wir nicht Kontrolle sacrificen, geht nicht. Also daher ist es, glaube ich, die bessere Alternative. Wir spielen das auf den Eldrazi. Dadurch wird er keine nächste Runde nicht enttappen. Wir übernehmen die Kontrolle. Und greifen für 7 an. Das hat uns eigentlich ins Exil geschickt. Direct Damage. Okay, so wird der nächste Runde nicht enttappen, weil wir das Land vorher, ja, das Land muss man immer vorher spielen, bevor man die Kontrolle der Kreatur übernimmt. Ansonsten funktioniert es nicht, weil hier steht drauf der Gegner. Und ja. Wow, nice. Das sollte jetzt unser Win gewesen sein. Wir machen eins. Wir spielen mal das Land normal. Wir nehmen die Kontrolle. Ach, wir hätten später das Land spielen sollen. Da hätten wir nochmal einen 5-5-Token bekommen. Das war dumm. I have to play the land later because I would get a 5-5-Elemente-Token. Ah, aber ist egal. Ist mal wieder behäblich, wenn man denkt, dass man gewonnen hat. Und sicherlich haben wir auch gewonnen. Hoffentlich haben wir gewonnen, außer er hat einen Nebel. Was er nicht hat. Und können jetzt 5 Schadenspunkte und ihn hier opfern. Und wo er nochmal 3 Schadenspunkte bekommt. Also insgesamt 8 Schadenspunkte. Das sollte es hoffentlich gewesen sein, weil mit einer grünen Mana und weißen Mana kann er sich kein Leben machen. Das Deck geht halt sehr schnell, wenn man gut zieht. Also erst 5, ja, 5 Minuten, 6 Minuten. Auf geht's zum nächsten. So, auf in die zweite Partie. Kartenhand behalten. Wir spielen gegen Don't Mess with Texas. Wir sind jetzt Level 37. Ja, mit diesem Deck habe ich einiges ausprobiert. Ganz, ganz viele Sachen habe ich ausprobiert. Tja, und ich glaube, so ungefähr 20 Testcamps gemacht. Weil es ist nicht so einfach, irgendwie ein Deck zusammen zu kreieren, das wirklich ohne Kreaturen funktioniert. Und das ist eine Kreatur, die wirklich nervig ist. Aber gut, ist ein Artefakt. Wir haben ja plus 3, plus 3 drin. Und wir ziehen hier fleißig, was ja nicht schlecht ist. Direkt Schaden. Jetzt wäre schön, wenn wir noch eine rote Mana. Nein, wir kriegen keine rote Mana. Probieren wir nächste Runde nochmal mit Inventur nochmal was hinzubekommen. Wenn wir keine rote ziehen sollten. Ja, wir spielen gegen Mardu. Mardu ist eine wunderbare Farbkombination. Rot, Schwarz, Weiß. Und wir kriegen hier dicke Aua, Schaden. Wahrscheinlich sind ja auch einige Planeswalker mit drin. Und wir ziehen leider diese Karte. Ist immerhin ein Land, was nicht schlecht ist, aber wir ziehen jetzt erstmal zwei Karten. Und heben uns das Land auf. Haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schmeißen jetzt ein hitziges Temperament weg. So haben wir die Möglichkeit, über Umwege es auch spielen zu können. Denn wir schmeißen es ja weg. Boah, wir zahlen jetzt die eine rote Mana und schießen den 3-2er weg, um ein bisschen Schaden aufzuhalten. So, wir haben hier zwei Sacrifice-Spells auf der Hand. Das ist super. Einen Kontrolle. Er hat auch aktuell noch nicht so viel. Ziehen das nächste Land. Bleiben also sehr entspannt in dem Ganzen hier. Und geben mal ab. Ja, schauen wir mal. So, was er jetzt gleich anstellen wird. Okay, das ist kein Problem. Er ist nur nervig. Und wir schießen ihm jetzt mal 3 Schadenspunkte an den Kopf, um etwas wenigstens zu machen. Wir müssen ja noch ein bisschen Schaden dealen
falls wir später etwas opfern wollen, dass er doch relativ stark auch Schadenfeuer bekommt. So, wir spielen das Land. Und er wird eine Kreatur spielen, das angreifen mit dem Artefakt. Das ist gut. Deswegen spielen wir erstmal hier die Schadenspunkte auf ihn. Ist aber 13. Wenn er eine Kreatur spielt, das Vehikel antappt und anzugreifen, ist das gar nicht so schlecht. Hoffentlich spielt er eine große Kreatur, dann können wir die übernehmen. Und zählt aber noch Mana. Mist. Oder wir kriegen den tollen Zauberspruch hier. Kontrolle. Da ist die Ballista. Da bin ich gespannt, ob er sie gleich opfern wird, wenn wir versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Wahrscheinlich wird er sie reinopfern. Da ist die Frage, wollen wir den Zauberspruch wirklich dafür opfern? Oder schießt man ihm lieber drei Schadenspunkte hin auf die Ballista? Das ist nicht schlecht. So, wir haben mehr Schaden, das ist gut. Brauchen ein Mana oder spielen das Hitzrigtement, schmeißen wir weg und einmal opfern. So, das heißt, das Hitzrige Temperament schießen wir auf ihn. So, wir kriegen nochmal drei Schadenspunkte, aber er muss wieder eine Kreatur spielen, um das Artefakt zu aktivieren. Und können nur hoffen, dass wir jetzt was Vernünftiges ziehen. Am besten zwei Länder. Dann haben wir hier eine wunderbare Kombination und könnten ihn, wenn er was Vernünftiges spielen sollte, in die nächste Runde töten, wenn er uns nicht vorher tötet. So. Ist nur eins. Das bedeutet, wir schießen jetzt nochmal vier Schadenspunkte auf ihn. So. Ist er bei 9. Mal schauen, was er anstellt. Er könnte rein theoretisch hier den Schrotthalden-Schmarotzer wieder zurückholen. Sollte er am besten nicht in seiner Runde machen, weil dann könnte ich ihn auch töten oder nutzen. Und das macht er. Er macht das natürlich dahingehend, dass er das Vehikel nutzen kann. Aber wir haben dann die Möglichkeit, das Verräterinstinkt zu spielen. Für 4, dann ist er 5. Und ihn nochmal hochzupumpen für 4, werden wir dann 9 Schadenspunkte bekommen. Was optimal wäre, wenn er es zulässt und uns nicht mit Feuer, mit Direktschaden uns irgendwie eliminiert. Okay, lasst uns mal schauen. Ja, unser einziger Weg ist, dass wir die Kontrolle von ihm übernehmen. Wir haben die Möglichkeit, ihn zu pumpen. Warum hat er das nicht früher? Ach so, ja, wir hatten ja keine Kreatur. Das heißt, wir haben die Möglichkeit jetzt, haben nur die einzige Möglichkeit, 5 Schaden zu schießen und ihn zu opfern, damit wir nicht die 3 Schadenspunkte bekommen. So, ist er bei 4 und hoffentlich spielt er keine Kreatur. Weil er muss ja eine Kreatur spielen. Am besten eine kleine Kreatur. Ne, keine kleine Kreatur. Mist und haben dadurch jetzt das zweite Spiel leider verloren, aber sehr knapp, sehr cool. Don't mess with Texas. Nice game. Dann gehen wir gleich zum nächsten. Die Games gehen ja schnell. Wir sind bei 6. Es war wirklich, wirklich knapp. Schade drum. Okay, auf geht's zum nächsten. So, also, schauen wir mal, was wir haben.
Ja, Karten anbehalten. Damit kann man arbeiten. Wir spielen gegen Willis, Level 37. Wir spielen jetzt gleich mal das Tepteland als erstes, denn wir wollen ja mit der Inventur eventuell Karten ziehen. Oder auch hier mit ausgenutzter Zeit wäre ja nicht verkehrt, hier ein bisschen voranzukommen. Wir haben zwei Übernahmezaubersprüche. Wir spielen scheinbar gegen Kontrolle. Das ist hier der bessere, weil wir nochmal einen Zauberspruch gratis spielen können, was super ist. Wir behalten die Kartenhand mal auf. Die spielen mal die ausgenutzte Zeit noch nicht. Die spielen wir am Ende seiner Runde. Wir müssen ja nicht zeigen, dass wir keine Removals auf der Hand haben. Und am Ende seiner Runde mal schauen, ob er den countert. Meistens countert man den nicht. Er macht es schon. Wir können uns die oberste Karte, obersten drei Karten anschauen. Eine davon auf die nehmen wir auf die Hand. Bestätigen wir. Und die packen wir oben rauf. So, jetzt haben wir die Karte. Die Karte. Wir nutzen. Oh, jetzt haben wir schon recht viel Schaden hier. Schmeißen wir weg. Ja, einmal Kontrolle übernehmen könnten wir wegschmeißen. Wir spielen mal die hier. Schmeißen die. Und einmal Kontrolle übernehmen weg. Dann haben wir auch zwei Instant oder Sorceries im Friedhof und die Zauber hier können nicht mehr gecountert werden. Er hat auch sehr gut, perfekt. Hier haben wir noch den nächsten Inventar. Da wir einen Friedhof haben, ziehen wir dann zwei Karten. Sehr schön. Und deswegen habe ich auch die Karte so gespielt hier mit einer Mana draußen. Das wäre nämlich immer noch, hätte er ihn countert. Immer noch eine Mana hätten bezahlen können. So, wir spielen gegen Jeskai Control scheinbar. Das wirkt interessant. Und wir spielen mal einmal Inventar. Schauen, ob das zulässt. Ja, zwei Karten. Wir schmeißen das hitzige Temperament weg. Dealen mal drei Damage auf ihn. Immer noch eine Mana frei, falls er Zensur spielen sollte oder er hat einen normalen Counter. Jetzt ist er bei 17. Wir haben hier nochmal 8 Schadenspunkte. Ist er dann eigentlich bei 9? Und hier können wir Kontrolle übernehmen. Ja, das sieht gut aus. Es wäre noch schön, wenn wir noch einen anderen Pump-Spell bekommen könnten. Weil ihn hier zu spielen mit 2 geht erst, wenn die Kreatur angreift. Und da wir die Kreatur kontrollieren, kriegt er nicht sofort plus 3 plus 3. Daher ist er in dem Fall genauso gut wie alle anderen. Kontrollzauber. Oh, er hat wirklich nichts auf der Hand scheinbar. Oder etwas auf der Hand. Was ihm aber nichts bringt, weil wir nichts aufspielen, um eine Kreatur zu zerstören. Wir haben mehrere Instants im Friedhof, dadurch kann er ihn nicht countern. Und wir dealen einfach mal fleißig Damage auf ihn. Oh, er macht sich Leben. Na, sage ich ja, bevor er hier irgendwie weiter Schadenspunkte bekommt, geht er diesen Weg. Ein guter Weg. Mal schauen, ob er überhaupt Kreaturen in seinem Deck hat. Ich hoffe schon. Sonst wäre das ja sehr traurig. Wir probieren den Zauberspruch mal zu spielen als erstes. Gucken, ob er ihn countert. Nein, kriegen wir wieder drei. Super. Ah, Fevered Vision. Warten wir mal eine Runde ab. Wir spielen lieber nochmal 4 Schadenspunkte auf ihn. Kommt ihm wahrscheinlich so vor, als wenn wir ein Direct Damage Deck wären. Was ja zum Teil aktuell jetzt auch stimmt. Und er zieht fleißig weiter Karten. Die kann er gerne haben. Dann kriegt er nächste Runde fehlerhafte Vision. Um die Ohren. Wir haben jetzt einen Pump Spell. Wir haben den hier. Also wenn er eine Kreatur spielt, ist er tot. Macht er aber nicht. Leider. So, dann probieren wir es jetzt mal. Bei Encountered.
Sollte er countern. Sonst hat er wirklich Druck auf dem Board. Ja, macht er auch. So, jetzt können wir nur hoffen, dass er wirklich irgendwann eine Kreatur spielt. Weil die mit den Kartenhand, die wir hier haben, ist das alles ohne weiteres machbar, dass wir ihn eliminieren können. Vielleicht könnte man auch hier die Länder reinnehmen, wo man eine Kreatur, 4-1-Kreatur, 1-4-Kreatur erschaffen kann. Wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Ja, könnte man rein theoretisch auch mit reinnehmen. Aber da braucht man viel Mana, ne? 4 Mana zum Aktivieren, eine Mana fürs Land. Also das ist nicht so wunderbar. So, wir ziehen hier fleißig weiter Länder. Haben aber auch schon fleißig Card Draw generiert. Und hier ist Mr. Number One. So, mal schauen, was er anstellt. Er hat jetzt einen 5-6er draußen, den wird er wahrscheinlich beschützen können. Er ist ein Artefakt, dadurch kriegt er auch Trample. Hier, plus 3, plus 3, und wenn die Kreatur ein Artefakt ist. So, wir haben jetzt zwei Kontrollzaubersprüche. Er greift an. Hoffe, dass einer durchgeht. So, mein Freund, das war wahrscheinlich dein Fehler. So, jetzt gibt's bei 18 Lebenspunkten. Okay, da stellst du dir auch nicht die Frage, klappt das oder klappt das nicht? Sondern wir machen eins, wir übernehmen die Kontrolle von ihm hier. Und spielen die hier. Plus 4, plus 0 auf ihn. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Kontrolle von ihm zu übernehmen. Machen wir, wir spielen aber dann nichts. Fertig. Greifen dann mit allen an. Geben ihm noch plus 3, plus 3. Dann denkt er, wow, 17 Lebenspunkte. Sind wir mal gemein? Sind wir gemein? Wir sind gemein. Wir warten einfach und sagen, wow, noch ein Lebenspunkt. Ein Willis hat Spaß gemacht. Gegen JSK Control zu gewinnen macht richtig Spaß. Mir nicht so einfach. Und wir opfern dann den schönen Engel hier rein und dealen nochmal 12 Damage. Und das war unser Game. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, wir spielen jetzt gegen Sirius Lee. Ist ein Subscriber. Neue Karten ziehen. Mit einer Mana spiele ich nicht. Wir behalten die Kartenhand. Ja, Sirius Lee, wir zocken ab und zu mal und ich hoffe, dass es jetzt gut läuft, das Deck hier. Ist insbesondere auf seinen Wunsch auch entstanden. Er hat gefragt, ob wir mal so ein Deck kreieren kann. Ich so, eigentlich ist das nicht möglich. Aber ich versuche auch das Unmögliche möglich zu machen. Also wenn ihr mal Deckwünsche habt, tja, probiere ich es halt. Schauen wir mal, ob das jetzt hier gegen ihn auch so funktioniert. Natürlich wäre sehr schön, wenn wir einen Win einfahren könnten gegen ihn, dann ist er auch zufrieden, hoffentlich mit dem Deck. Und wir ziehen wieder eine Mana. Das ist nicht so schlecht. Wir schmeißen diese Karte ab, vielleicht. Und die Mana heben wir uns. Ja, die nehmen wir. Schmeißen ihn weg. Denn wir brauchen halt hier diese Kartenkombination, die ist schon super. Und wir ziehen ein Land, das ist sehr angenehm, auch ein blaues Land. So können wir nächste Runde Fevered Vision spielen. Haben jetzt eigentlich fast schon eine ganz gute Gewinnkondition draußen, wenn er was Vernünftiges spielen sollte. Wir spielen erstmal die fieberhafte Vision, um eine Karte auch zu ziehen. Wir haben die Möglichkeit, jetzt quasi die Kontrolle zu übernehmen.
Ah, okay, ein getapptes Land, das ist gut, falls er etwas spielen sollte, was uns nicht so viel Freude bereitet. Können die Kontrolle übernehmen, können ihn zweimal pumpen, wenn wir genug Mana haben. Aber er scheint eher Kontrolle zu spielen. Grixis Control. Das heißt, wir haben ein großes Problem, wenn wir ihn nicht irgendwo, wenn er nicht irgendwelche Kreaturen spielen sollte. Und er wird wahrscheinlich sehr wenig Kreaturen spielen. Dadurch spielen wir erstmal das Land. Schmeißen die beiden Länder weg. Ich denke, wir ziehen nochmal ein Land nach. Ansonsten mit der Field Vision haben wir nochmal eine Möglichkeit, was nachzuziehen. So, ist auch gut. So können wir nämlich dann das Hitziri Temperament nutzen und abschmeißen. Ja. So, dann schmeißen wir das hitzige Temperament weg. Und dealen jetzt nochmal 3 Damage auf ihn, bestätigen wir. So ist er auch bei 15. Auch so haben wir die Möglichkeit, mit dem Deck auf eine ursprüngliche, herkömmliche Weise gegen Kontrolle zu gewinnen, wenn wir mit Fevered Vision spielen. Und er da drüben nichts anstellt, kriegt er jede Runde 2 Schadenspunkte. Und wir haben ja doch ein bisschen Direct Damage im Deck drin. Dadurch ist das gar nicht so schlecht. Er ist ja schon bei 13. Wir können leider nichts spielen. Mal schauen, er zieht fleißig Karten. Das ist okay. Leider kriegt er auch Energiemarken und die kann er hier nutzen, um uns halt 3 Schadenspunkte zu verteilen, da wir keine Kreaturen haben. Ist das sehr unwahrscheinlich, dass er das irgendwo auch bei sich dann nutzt. Okay, wir schmeißen ein Land weg. Haben hier nochmal emotionale Wiedersehen. Schauen, ob wir dabei hier was wegschmeißen können. Ja, das könnten wir. Schauen, was wir auch ziehen. Wir haben die Möglichkeit, ein Land wegzuschmeißen. Und, puh, gar nicht so einfach. Müssen wir mal schauen. Er hat wahrscheinlich eine riesengroße Handvoll von Removals auf der Hand, die er auch gegen uns nicht nutzen kann. Das ist wiederum ein großer Vorteil unseres Decks gegen Controller. Wir dealen auf jeden Fall Damage mit dem Enchantment hier, das ist gut. Er kennt unser Deck auch, muss man mal ehrlicherweise sagen, weil wir haben einige Testgames gemacht und in diesen Testgames ist es so gewesen, dass ich nicht wirklich brilliert habe. Lag aber eher daran, dass ich das Deck auch jetzt erst mit ihm spiele, als es dann auch wirklich umgebaut ist. Also, das wird quasi, dieses Video ist vorher entstanden, bevor ich jetzt nachher oder irgendwann, morgen, übermorgen, irgendwann dann auch die ganzen Spiele gegen die anderen Game-Spieler mache. Das Deck ist dafür da, oder die Video ist da entstanden, wo, also das Video ist jetzt entstanden, bevor wir eigentlich die ganzen Spiele gegen die anderen Online-Gamer machen. Ich verquatsche mich gerade, weil ich mich gerade konzentriere, wie wir es richtig spielen. Wir nehmen uns ihn hier. Und greifen mit ihm an. Dann geben wir ihm plus 3, plus 3. Der 6, die 6 Damage. Gebändiger Blitz. Wen vorher töten. Das lassen wir nicht zu und die vorher dann mal 6 Damage auf ihn. Das sind nur noch bei 5. So ist er auch schon wieder noch näher in der Range von dem Enchantment hier. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch die Möglichkeit, dann entsprechenden Schaden zu verursachen. Hier haben wir nämlich 3 Schadenspunkte. Wenn er jetzt nämlich seine Handkarten nicht runterspielt und wir die Möglichkeit haben, das hitzige Temperament zu spielen, dann ist das perfekt. Ah, schau an. Jetzt ist er quasi tot. Also das Deck funktioniert auch gegen Kontrolle.
Oder gegen Kontrolle insbesondere, dank dem Enchantment hier. Und wir kriegen jetzt nochmal 3 Schadenspunkte. Er kriegt 2, er ist bei 3. Und jetzt entsprechend tot. Wir können nichts opfern. Kriegen 5 Schadenspunkte. Spielen das Land. Spielen das richtig und nutzen die beiden roten Mana, um die Karte abzuschmeißen. Und wir schmeißen noch ein Land weg. Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, die Sorceries, die Instant hier zu spielen. Bevor wir leider die Karten ziehen. Weil ich hätte gern gesehen, was wir noch gezogen hätten. Und so haben wir das Game gewonnen. Hat mir Spaß gemacht, Seriously. Ich denke mal, das Deck bleibt so, wie es ist. Und ich werde das jetzt nutzen, um weitere Games zu nutzen. Das ist ein bisschen schneller geworden. Ja, ja, freut mich. Also, bis dahin. Ciao. So, jetzt ein kleines Bonusvideo. Ich spiele jetzt hier Twilight Giant. Leider ist jetzt gerade einer rausgegangen. Schade. Bei Twilight Giant ist es immer so schön. Da hat man ein bisschen mehr Leben, 30 Leben. Und man spielt zu zweit gegen zwei andere. Und das macht richtig Spaß. Da habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Es gibt hier keinen Rang, es gibt hier nur Gold zu gewinnen, also 30 Gold, wenn man gewinnt. Und das Schöne ist, dass meistens die ganzen Decks nicht ganz so durchgetunt sind. Und so haben wir auch eine Möglichkeit, mit diesem Deck mal hier versuchen zu bestehen. Ist natürlich eher ein 1-1 Deck, aber wir schauen mal. Ich denke mal, es könnte auch ganz gut hier im Twilight Giant funktionieren, wenn wir ein paar Kreaturen bekommen und richtig schön Damage dealen können. So. Wir haben auch ein bisschen mehr Zeit für unser Deck, es langsam aufbauen zu lassen. Wäre schön, wenn wir noch ein bisschen Card Draw ziehen könnten, so wie der hier. Sehr gut. Haben wir nämlich nächste Runde die Möglichkeit, zwei Karten abzuschmeißen. Und das wird einmal das Land hier sein, auf jeden Fall. Und das andere muss ich mir noch überlegen. So, was hat eigentlich unser Freund hier, unser Mitspieler? Er heißt Sticky Green Bots. Sehr, sehr gewagte Konstellation. Ich drücke ihn die Daumen. Er braucht grüne Mana. Ich drücke uns die Daumen. Wir spielen hier oben gegen Nosferatu. Oh, das ist nicht schlecht. Cooler Name. Und hier dann Artefakt zum Transformieren. Okay, bin gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht auch so ein 1-1-Knight. Und hier drüben spielen wir gegen Cabra. Der ist leider raus. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir perfekte Kartenhand gerade gezogen. Wir spielen die rote Mana. Er hat kein Blau, also countern kann er nicht. Wir spielen, hat unser Freund hier grün gezogen? Nee, leider schwarz. Aber gut. Wir spielen ja zu zweit. Das heißt, wir schmeißen mal hier das Land weg. Das können wir uns aus dem Friedhof wiederholen. Und schmeißen einmal das Hitze-Temperament weg. Bedeutet, wir können das jetzt für eine rote Mana spielen, die wir übrig haben. Und dieren, egal auf welchen, können wir uns beide, Two at a Giant, zwei Köpfe, 3 Schadenspunkte verteilen. So, ziehen 3 Karten nach. Ich hoffe, da ist was Vernünftiges mit dabei. Und ja, perfekt. Einen coolen Kontrollzauber, den wir nachher benötigen, auf jeden Fall. Nochmal eine Inventur, da wir eine Inventur im Friedhof haben, können wir gleich 2 Karten ziehen. Oder wir suchen uns erst das Land raus, das müssen wir mal überlegen. Auch so ein bisschen davon abhängig machen, was der Gegner drüben spielt. Haben auch nochmal 4 Schadenspunkte, die wir verteilen können. Okay, aktuell passiert nicht viel hier. Oh, mit dieser Karte habe ich noch nie. Upp. Wo ist sie? Mit dieser Karte habe ich in meinem Leben, nee, mit der noch nicht, hier, mit der hier habe ich noch nie gezählt. Der will sie nicht zeigen hier. Wo ist sie? General Tasrin, noch nie gespielt. Die ist, ich glaube, eine der schlechtesten Mystics-Karten, die ich überhaupt kenne. Also, wann kommt das Land getappt ins Spiel? Leider ja. Wir könnten rein theoretisch jetzt 2 Karten ziehen. Machen wir das? Ja, wir ziehen mal 2 Karten. Schauen, was wir ziehen. Das ist perfekt. Also die Kombination ist hier schon richtig genial. Oh, ich will gar keine Karten von hier loswerden. Aber wir wollen ja mal richtig Damage machen. Das bedeutet, wir
spielen die Karte, schmeißen mal ein Land weg und schmeißen mal die 4 Schadenspunkte weg. Ob das so gut ist, aber ich denke schon, weil die anderen Karten sind einfach bombastisch. Und da können wir richtig Schadenspunkte machen und wir ziehen, ja, kein Land. Mist. Haben aber 7 Karten auf der Hand, können uns gleich hier noch ein Land raussuchen, hier unten wieder. Wo ist es hier? Tja, mal schauen. Oh, ein Life-Scanner, der ist natürlich nicht so wirklich prickelnd. Außer er ist für uns. Hier darf er nochmal Karten ziehen. Er zieht, glaube ich, 3 Karten und wirft dann eine Karte ab. Müssen uns mal überlegen, kriegen wir den da drüben weg? Oh. Ja, wir kriegen ihn weg. Kriegt er ihn weg? Okay, wenn er so spielt, dann will er, dass ich was wegmache, wahrscheinlich. Dann machen wir das mal, dann zerstöre ich immer den Vierer. Muss ja ein bisschen gemeinschaftlich hier spielen. 4 Schadenspunkte auf ihn hier. Kann er angreifen mit seinen beiden? Und sich nochmal Land raussuchen. Was natürlich gut ist, hat er mich bald einen Zorin an Bord. Sehr schön. Hier kann er Landspiel, kriegt er eine 3-3-Kreatur. Dadurch hat er jetzt den 3-3er hier. Und wir haben die Möglichkeit, mit einer Mana noch richtig Schadenspunkte zu verursachen. Dann können wir nämlich den hier spielen, Kontrolle. Die Kreatur, die wir kontrollieren, plus 4, plus 4 zu gehen, plus 4, plus 0 und dann rein zu opfern. Natürlich sehr schön, wenn wir noch ein bisschen Mana ziehen könnten, dann könnten wir auch ihn hier noch spielen, aber wir können das nochmal machen. Halt, halt. Okay. So, wir geben natürlich einer Kreatur nochmal plus 3, plus 3. Können wir ja auch machen. So, dealen wir schon mal 10 Schadenspunkte. Really, really nice. Ist dann nochmal bei 17. Und spielen wir mal hier Supporter statt Killer. Normalerweise dauert ja so ein Game immer Ewigkeiten, aber Nosferatu ist jetzt auch raus. Also haben wir Cabo da draußen. Nosferatu ist draußen. Scheinbar kommt da nicht mehr wirklich viel. Außer Schadenspunkte. 3 Schadenspunkte auf ihn. Aha. So, wenn man die vier Vision draußen hat, kriegt jeder Gegner 2 Schadenspunkte. Was natürlich gut ist, wenn er kriegt 2 Schadenspunkte und er auch, also insgesamt 4. So, mal schauen, was er da gleich auch noch anstellen wird. So, erstmal ein Land. Er ist auch mindestens dreifarbig unterwegs. Wir haben hier wirklich, unser Freund hier, unser Mitspieler hat hier eine große, viele bunte Farbenvielfalt. Finde ich schön, wenn man mit sowas spielt. Klar, warum soll man nicht mitspielen? Also 5 Mana, wenn man nichts Besseres hat. Und man fängt ja auch erstmal mit Magic an. Und tja, teilweise hat man nicht einfach die coolsten, geilsten Karten. So, wir haben die Schwefelfälle. Das ist natürlich jetzt richtig bitter. 4, 8, 16 Schadenspunkte alleine kann ich verteilen. Machen wir das? Natürlich machen wir das, komm. Dann sind wir hier. So, wir übernehmen die Kontrolle. Geben ihm plus 4 plus 0. Ist er 8. Also, wenn er jetzt entweder. Nein, aber gut. Zorin wäre zum Beispiel jetzt richtig gut gewesen oder auch das Land angreifen zu lassen. Aber gut. Hat er teure Kreaturen hier drin? Wahnsinn. Okay. Und wir greifen an. Und Sticky Green mit allen angreifen. Und so sind wir unserem Sieg schon etwas näher. Angriff bestätigen. Wäre schön, wenn wir den noch hätten equippen können. Aber das hat er leider nicht gemacht, weil er keine Mana mehr drin hat. Sonst wäre er nämlich auch tot. So, dann opfern wir ihn, schießen mal 5, 8 Schadenspunkte auf unserem Gegner und jetzt ist er nur noch bei einem Lebenspunkt.
Nächste Runde können wir das hitzige Temperament spielen oder die fieberhafte Vision, um unsere Gegner zu eliminieren, denn einer hat hier auch noch fleißig 7 Handkarten auf der Hand. Spielt blau, schwarz, rot, grün, also vierfarbig. Das ist immer das Typische hier bei Two-Headed Giant. Man kann ein bisschen mehrfarbig spielen, man kann langsamere Decks spielen. Das ist ganz gut. Wir sind hier wirklich schnell unterwegs. 9 Minuten sind wir gerade, haben wir gerade gespielt. Und das ist wirklich, wirklich schnell, wenn wir jetzt es noch schaffen, gleich nochmal 3 Schadenspunkte zu verteilen. Dann sollte das Spiel hoffentlich auch vorbei sein. So. Kann er denn eigentlich? Ja, er kann noch Zorin spielen. Und später dann sollte er mal nächste Runde Zorin spielen, eine Karte ziehen, dann macht er die Schadenspunkte und nicht ich. So, kriegen wir einen Schaden. Was ist das hier? Zombie machen? Ja. Er kann da sich einen Zombie machen. Macht sich Token. Und ist dementsprechend sind unsere Gegner jetzt auch tot. Ja, also Two-Headed Giant bedeutet 2 gegen 2. Und wir haben jetzt einfach mal 30 Gold verdient. Ach, das ist doch cool. Können wir spielen das noch? Spielen die Field Vision. Und ja, machen jetzt einfach mal 3 Schadenspunkte. Und beenden das Spiel und sagen Danke. Und das soll es auch für das Video gewesen sein. Nein! Oh, okay, wir drehen nochmal zurück. Es war doch noch nicht fürs Video. Man soll sich nicht zu früh freuen. Das ist typisch bei Magic. Also nochmal zurück, zurücklehnen, hoffen, dass unser Freund hier was Vernünftiges spielt. Ja, hoffen, dass er was spielt. Macht er aber nicht. Er hätte Zorin spielen sollen, die erste Fähigkeit. Aber gut. Er steht drauf, es nochmal wirklich spannend zu machen. So. Es greift da mit den 3-4er an und gibt ihm nochmal 2 Lebenspunkte, wenn er mit dem 2-2er blockt. Macht er nicht. Okay, so. Jetzt flippt er natürlich, weil er 4 Lebenspunkte bekommen hat. Hey. Oh, das ist natürlich auch nochmal really, really nice. Dann sollte nächste Runde das Spiel hoffentlich vorbei sein. Der hat jetzt 7er da drüben. Das ist unglaublich, der Trample, ne? Ursacht Trample-Schaden und Lebensverknüpfung Erstschlag. Es ist so eine geile Karte. Selbst ein paar Decks gebaut. Hier Karten ziehen, Flugfähigkeit, angreifen. Darf das andere wieder mit auf die Hand nehmen. Bap, 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 bap. Kann jetzt die Karten wieder neu ausspielen, weil er hier diese Verzauberung gespielt hat, die sogenannte Kartusche. Und immer wenn du eine Kartusche spielst und so ein spezielles Enchantment draußen hast, darfst du das auf die Hand nehmen und nochmal spielen. Bedeutet aber, er hat genug Handkarten, die er jetzt nicht nutzen kann. Oh, hu, 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 hu. Nicht nett. Kann, wenn er eine Ebene spielt, ein Permanent wieder ins Spiel bringen. Gibt es ja doch einige nette Sachen, die er nutzen kann. So, dann sind wir jetzt doch bei 12, 38, 40. So, was macht der Rechner? Greift er an? Er muss angreifen, sonst kriegt er nämlich 2 Schadenspunkte und ist tot. Ich hoffe, unser Freund lässt durch. Er lässt durch. Ist er wieder bei 9 Lebenspunkten? Sind sie wieder? So, wir haben jetzt die Möglichkeit, in unserer Runde die Kontrolle zu übernehmen. Über den 7-7er Trample. Der ist der 9-7. Und können ihn dann hier in den Flugschild, in den Fliegen rein opfern und dann entsprechend Schadenspunkte die dann. Jetzt spielt er noch ein Enchantment. Was dazu ihn benötigt. Kämpfen zu lassen. Okay, hat er nur 1 Schadenspunkte gedealt. So, nochmal ein Land. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Wir schnappen uns den 7-7er. Und er hat jetzt keine Karten auf der Hand, die er spielen kann, der andere auch nicht. Und jetzt kann man sich freuen. Ich könnte auch rein theoretisch den 9-7er reinopfern. Aber warum? Gehen wir, lassen wir uns den Spaß und greifen an. Will er nicht.
Okay, dann machen wir's. Komm, einmal angreifen. Einmal will ich mit dem. Es nutzt dann noch die Fähigkeit hier. Wir greifen jetzt an. Dem neuen Siemer. Und dir mal fleißig schön Damage. Und könnten rein theoretisch, und das machen wir jetzt einfach auch mal. Nochmal hier Schadenspunkte in Opfern und jetzt neun Schadenspunkte verursachen. Hätten wir vorher machen können, aber ich wollte es einfach mal ausreizen. Ja, jetzt haben wir doch 15 Minuten gebraucht und das war's jetzt wirklich. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.